Es ist Freitagabend, 18.99 Uhr. Hier ist Schwarz-Blau aktuell, das Nachrichtenmagazin des FSV Frankfurt. Heute im Studio Laura May. Liebe FSV-Fans, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Schwarz-Blau aktuell. Last-Minute-Sieg am Mittwochabend in der PSD-Bank-Arena. Der FSV Frankfurt sichert sich in einer packenden Schlussphase 3 Punkte auf heimischem Rasen. Nach einem beherzten Lauf und einer schönen Hereingabe von Jake Hurst trifft Jihad Buttergrid in der letzten Spielminute der Nachspielzeit. Der FSV steht damit aktuell auf dem 8. Tabellenplatz in der Regionalliga Südwest. Jihad Buttergrid zeigte sich angesprochen auf seinen Siegtreffer durchaus zufrieden. Ja, natürlich. Es ist überragend, was Jake da raushaut in der 90. Minute oder sogar in der Nachspielzeit, da nochmal ein 50-Meter-Sprint bis an die Grundlinie. Und es spiegelt natürlich einfach wieder, dass wir alle kämpfen bis zum Ende und alles dafür tun, dass wir hier die Spiele gewinnen. Weitere Stimmen zum Spiel gegen den ersten FSV Mainz 05-2 findet ihr auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal in der Rubrik Nachgespielt. Viel Zeit zum Ausruhen bleibt allerdings nicht. Bereits morgen trifft der FSV Frankfurt zu Hause auf den Aufsteiger aus Trier. Nach 5 Jahren Oberliga ist Eintracht Trier vergangene Saison als Zweitplatzierter und Sieger des Relegationsturniers zurück in der Regionalliga und rangiert aktuell auf dem 13. Tabellenplatz. Die Bilanz der bisherigen Aufeinandertreffen beider Vereine ist ausgeglichen. Zwar trafen beide Clubs in der Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga 93-94 aufeinander, das letzte reguläre Ligaduell liegt allerdings über 40 Jahre zurück. In der Saison 1980-81 spielten beide Teams das letzte Mal im Ligabetrieb gegeneinander. Insgesamt gewann der FSV 5 Partien und 6 die Eintracht. Nur ein Spiel endete unentschieden. Nach solch einer langen Zeit freuen sich sicher beide Fanlager auf das Duell dieser 2 Traditionsvereine. Geleitet wird die Partie von Timo Lemmle mit seinen Assistenten Marcel Lalka und Marvin Monninger. Anpfiff ist um 14 Uhr. Funkstätter, die Biermacher. Giga Green wird neuer Hauptsponsor des FSV Frankfurt. Fußballregionalligist FSV Frankfurt und der Cleantech-Anbieter Giga Green gehen ab sofort gemeinsame Wege. Im Rahmen des Ligaspiels zwischen dem FSV und dem ersten FSV Mainz 05-2 wurde das Unternehmen als neuer offizieller Hauptsponsor der Bornheimer vorgestellt. Giga Green wird ab sofort nicht nur auf den Trikots zu sehen sein, sondern auch mit einem umfangreichen Werbepaket beim FSV Frankfurt vertreten sein. Zudem wird Giga Green Co-Sponsor des FSV Nachwuchsleistungszentrums und ist dort auf den Trikotärmeln der Jugendmannschaften präsent. Es wurde vorerst eine Laufzeit bis zum 30.06.2024 vereinbart. Zusätzlich wird Giga Green neuer offizieller Arena-Partner der PSD Bank Arena und sorgt zukünftig durch die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Arenadach für eine nachhaltige Stromgewinnung und CO2-Einsparung in der Spielstätte des FSV Frankfurt. Das nachhaltige Angebot wird durch die Installation von E-Ladestationen auf dem Stadiongelände vervollständigt. Giga Green bietet Cleantech aus einer Hand, von der Stromerzeugung durch eine professionelle Photovoltaikanlage über die Speicherung bis zur Ladeinfrastruktur für Elektroautos. Die Transformation der Energiestrukturen im Unternehmenssektor hin zur Nachhaltigkeit ist der Anspruch von Giga Green. Auch unser Nachwuchsleistungszentrum ist dieses Wochenende wieder im Einsatz. Am Samstag stehen für das NLZ des FSV 2 Auswärtsspiele auf dem Programm. Die U15 der Schwarz-Blauen reist zum Auswärtsspiel nach Hoffenheim, während die U16 den Weg zum VfB Unterliederbach antritt. Auch am Sonntag findet kein Nachwuchsspiel auf heimischem Rasen statt. Die U17 des FSV tritt bei der TSG Wieseck an und die U14 beim 1. FC Kaiserslautern. Die U12 des FSV ist am Samstag im Turnier Einsatz. Alle weiteren Termine und Gegner unserer Nachwuchsmannschaften findet ihr auf der offiziellen Homepage des FSV Frankfurt. Wie immer wünschen wir allen Mannschaften viel Erfolg. Das war Schwarz-Blau aktuell für diese Woche. Wir sehen und hören uns nächste Woche um 18.99 Uhr.